nicht so einfach hier. Dieser Nudel. So. Ja, Sprachwissenschaftler bin ich aus Hannover. Ich unterrichte am liebsten Aussprache und ich forsche auch am liebsten über Aussprache und habe mir die Frage gestellt, die ihr euch wahrscheinlich auch alle schon gestellt habt. Warum klingt das Deutsche so schön und so schön hart in den Augen und Ohren vor allem von Nicht-Deutschen? Ich kenne das selber aus Luxemburg. Wir äffen die Deutschen, also nicht wir, alle anderen außer mir, auch nach wie ein Hund, dieses Gebelle. Ja, na, das kennt man, hat auch mit viel mit kulturgeschichtlichen Aspekten natürlich zu tun. Wir sind hier, naja, ist doch so. Kennt jemand Muskatnuss von Louis de Funès? Muskatnuss! Ne? Ganz berühmter französischer Film. Egal, ich wollte nicht so viel Zeit auf bei der ersten Folie verbringen. Also, wir wissen natürlich alle, die Deutsch als Muttersprache haben, finden das Deutsch natürlich wunderschön. Schön, bla bla, alles mit Herzchen, wunderbar. Uns stört die Aussprache natürlich überhaupt nicht, die ist schön. Aber die andere Meinung sieht so aus. Wie Nicht-Deutsche Deutsch hören. Schlagen, rutschen, futz, krach, ritzen, reibs, strutzen, kotzen, kranzen, brachen. Dazu das kleine Bärtchen. Das kann man jetzt erstmal abziehen für den Vortrag. Das Tragische ist, erst hört man das und denkt, ach, das ist doch total übertrieben, wir sprechen überhaupt nicht so. Und dann denkt man drüber nach, so Strumpf und Pfropfen und Krebs. Ich finde, das ist ziemlich nah da dran eigentlich. So, die Frage ist, warum entsteht dieser Effekt? Woran liegt das? Und ich habe mir da Gedanken gemacht im Rahmen meiner Seminare und einer Forschung und habe 5 Punkte jetzt mitgebracht, die das sprachwissenschaftlich erklären. Wie gesagt, die Wörtchen kommen nicht nochmal vor. Das erste ist das deutsche Lautsystem an sich. Vokale sparen wir uns, Vokale sind sowieso immer weich. Das macht Vokale aus. Wir schauen uns also nur die Konsonanten an. Und zwar beginnen wir mit den Frikativen. Das sind alles Konsonanten, wo Luft durch eine Verengung gepresst wird. Und das sind zum Beispiel im Deutschen F, W, S, S, Sch, 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 Ch, ich sollte in Zukunft dazwischen mal Luft holen. Ich bin jetzt ganz... Naja. Und einen gibt's auch noch und das ist das... Und das ist die häufigste Möglichkeit im Standarddeutschen, das R auszusprechen. Und ihr wisst, es gibt andere schöne Art und Weisen, die keine Frikative sind. Zum Beispiel das Tauben-R. Das machen die meisten Sprachen der Welt, haben ein schönes, taubiges R. Mit der Zungenspitze vorne, kann nicht jeder, kann auch nicht jeder lernen, ist total schwierig. Und den Fehler kann ich euch auch nicht ausreden oder beheben. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich nenne das Tiger-R, das ist so, oder das Gurgel-R. Das klingt mehr nach Katze, ne? Ich darf selber nicht so viel lachen, sonst komme ich mit der Zeit nicht hin. Und was da passiert, das ist total cool, sage ich meinen Studierenden immer, müsst ihr unbedingt mal machen, euch vor einen Spiegel stellen, den Mund groß aufmachen, sagen, und was dann passiert, das Zäpfchen, das ist dieses weiche Teil, was in den Mund hängt, wenn man dagegen stößt, kommt was Weiches raus. Und wenn man macht, dann hängt das Zäpfchen, fliegt in den Mund, so. Macht das wirklich mal, Zunge runterdrücken, groß aufmachen, das ist total faszinierend. So. Trotzdem, trotz der Faszination, gibt es beide Möglichkeiten, das R aussprechen, Standarddeutschen wenig. In Bayern wird gerollt, ältere Sprecherinnen und Sprecher haben manchmal das Tiger-R, aber die meisten sprechen das wie das hier, das klingt wie ein kleiner Köter, der nicht genau weiß, ob bellen oder knurren soll. Das ist die häufigste Art, das R auszusprechen im Deutschen. Und Frikative, ein Synonym von Frikativen ist Reibegeräusche. Und das sagt schon alles aus, das hat sich auch unsere nette, charmante Dame von vorhin gedacht. Wir nennen sie passenderweise mal Secret. Wenn sie sagt, schlagen, rutschen, futz, krach. So, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wir sprechen natürlich nicht Einzellaute aus, so wie ich das gerade gemacht habe, sondern wir sprechen Silben aus. Und es gibt eine optimale Silbe in den Sprachen der Welt, die besteht aus einem Konsonanten und einem Vokal. Das kennen wir aus Wörtern wie Mama oder Papa. Und es ist kein Zufall, dass Kinder, die sprechen lernen, von sich hinbabbeln, genau eine solche Silbe produzieren, die ist sehr leicht zu produzieren und eben die optimale Silbe und sehr häufig in Sprachen der Welt. Es gibt Sprachen, die funktionieren genauso, sogenannte Silbensprachen, wie das Spanische. Como se llama besteht schön immer aus dieser KV-Struktur, sehr leicht zu sprechen, aber schwer zu verstehen, weil es so schnell ineinander gesprochen wird. Wer Spanisch gelernt hat, geht manchmal ganz schön schnell. Und man kennt das auch aus anderen nationalen Wörtern. Wie so, im Deutschen ist es ein bisschen anders. Avion. Aeroplane. Aero. Avion. Flugzeug. Surprise.
Surprise. Sorpresa. Sorpresa. Überraschung. Papillon. Butterfly. Farfalla. Mariposa. Schmetterling. So, das geht so weiter. Ein Beispiel herausgesucht. Mariposa, mexikanisches Spanisch. Wir haben wieder schöne KV-KV-Struktur. Im Deutschen Schmetterling, ihr ahnt es. Das sieht ein bisschen komplizierter aus. Alles, was Rotes ist, weicht von der optimalen Silbe ab. Schmetterling ist harmlos. Ein Wort wie Platz. Ist auch noch harmlos. Das ist eine sehr typische Silbenstruktur. Es gibt aber noch krassere wie Strumpf. Und ein Wort, das wir kaum aussprechen und auch gar nicht aussprechen könnten, des Herbsts. So. Bringt das mal eurer chinesischen Freundin, eurem, was weiß ich, afrikanischen Freund bei. Der wird staunen, der wird es nicht hinkriegen. Wir kriegen das selber auch fast nicht hin. Aber das sind alles mögliche deutsche Silben. Und das macht diesen harten Eindruck als zweiten Punkt aus. Dann gibt es einen komischen Laut noch, den glottalen Verschlusslaut, auch Knacklaut genannt. Dafür müssen wir mal kurz in die Glottis schauen. So sieht er aus in der phonetischen Umschrift. Glottis ist hier hinterm Adamsapfel bei den Männern, bei den Frauen an gleicher Stelle ohne Adamsapfel. Da liegen die Stimmbänder oder Stimmlippen auch genannt. Die vibrieren und dadurch entstehen Töne. Wenn ich zzzz mache, vibrieren die, bei zzzz passiert da gar nichts. So, wenn jetzt diese Stimmlippen einmal auf und zu gehen, entsteht ein leichtes Knacken. Ich mach's mal vor, wenn ich morgens aufstehe noch müde bin, dann klingt das so. Ich mache das nicht jeden Morgen. Das ist kein Ritual. Jedenfalls, das sind diese einzelnen Knacklaute. Das ist jedes Mal einmal offen und schließen von den Stimmlippen. Jetzt denkt euch vielleicht, naja, das mache ich aber nie. Morgens bin ich auch nicht müde oder ich würde auf jeden Fall nicht machen. Naja, wenn ihr es nicht machen würdet, dann wird das hier passieren. Ein Satz wie hier, alles ist in Ordnung, würde alles ist in Ordnung gesprochen werden. Es würde alles gebunden werden. Weil dieser glottale Verschlusslaut, der Knacklaut, funktioniert wie ein kleines Hackebeilchen. Zack, zack, zack. Wenn ein Wort mit einem Vokal anfängt, werden die Wörter schön voneinander getrennt. Und man merkt schön, alles ist in Ordnung. Es entsteht eine Grenze an der linken Seite. Die Wörter sind schön isoliert. Mit allem, was das für Konsequenzen hat. Wir waren jetzt bei dem linken Silbenbrand. Jetzt kommen wir in den rechten Auslautverhärtung, ein Begriff, den meine Studierenden auch sehr mögen. Man hört schon, hart ist schon als Wort, kommt schon drin vor. Wenn wir viele kleine Hunde haben, schreiben wir Hunde und wir sprechen auch Hunde. Wir sprechen das als D aus, das ist ein weicher Laut. Wenn wir aber nur einen Hund haben, schreiben wir auch Hunde, aber wir sagen nicht Hund, sondern Hund. Und das ist die Auslautverhärtung, das machen wir kategorisch am Ende von deutschen Silben, genauso bei bleib oder brav. So, und die Regel laut am Ende einer Silbe werden folgende Konsonanten ausgesprochen als ptkes. Und das klingt hart. So, jetzt denkt ihr vielleicht, das ist ganz normal, das macht doch jeder auf der Welt. Nein, das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist normal das Deutsche. Die Deutsche würde sagen Hund. Der Franzose würde vielmehr sagen Hunde. Davon abgesehen, dass er kein H sprechen kann am Anfang einer Silbe, würde er das D. Das ist wirklich so, das ist nicht lustig, die können dafür nichts. Und das ist total schwer, das zu lernen. Ich sage immer, man muss sich vorstellen, die Brille zu putzen. Funktioniert aber auch nicht immer. Also, Hunde wird mit D gesprochen. Franzosen und Französinnen sprechen das mit D aus, mit einem weichen D, nicht mit dem harten T. Und das geht so weit, die Regel ist so fest, die kennen wir schon von dem Vortrag vorhin. Im Englischen sprechen die Deutschen eben auch nicht Dog, das Wort für Hund aus, sondern machen daraus schön Dog. Ja, das wird generalisiert, also auch am rechten Silbenrand sehr hart. Letzter Punkt, Stammbetonung. Wir nehmen nochmal den französischen Hund und die französische Hündin. Baguette, Fromage, Hambourg. Zweite Silbe wird betont, das ergibt einen schönen wellenartigen Klang. Im Deutschen ist es anders. Kuchen, Käse, Hamburg. So, ihr merkt schon sofort, worauf ich hinaus will. Stammbetonung heißt, in der Regel wird der Stamm betont in deutschen Wörtern und in der Regel ist der Stamm die erste Silbe. Das heißt, im Kontrast entsteht folgende zwei Möglichkeiten, einen Satz auszusprechen. Im Französischen, aujourd'hui, nous apprenons beaucoup sur la prononciation. Das klingt wunderbar, nicht wahr? Das deutsche Pendant in der Übersetzung wäre, heute lernen wir viel über die Aussprache. Ich habe es jetzt auch ein bisschen gebellt, aber selbst in meinem charmantesten Ton, heute lernen wir viel über die Aussprache. Meine Stimme ist sehr charmant, aber die Betonung ist trotzdem irgendwie härter als das Französische. So, fassen wir zusammen. Wir haben ein Lautsystem mit vielen Konsonanten, vielen Vokalen. Die meisten Konsonanten, aber sehr viele, sind frikative Reibegeräusche. Diese sprechen wir nicht einzeln, sondern in Silben. Und die können recht komplex sein. Wenn eine Silbe mit Vokal anfängt,
Und vor allem, wenn sie betont ist, erhält sie den Knacklaut am Anfang. Wir haben eine stark markierte linken Silbenrand. Und durch die Auslautverhärtung haben wir das Gleiche am rechten Rand bei den meisten Silben. Und wenn ein Wort aus mehr als einer Silbe besteht, wird in der Regel die erste Silbe betont aufgrund der Stammbetonung. Und das alles zusammen ergibt dann das Bild und die Erklärung, warum Bello oder Rex nun mal so bellt, wie er bellt. Bleibt noch eine Frage zum Schluss. Warum das Ganze überhaupt? Wollen die Deutschen klingen wie ein deutscher Schäferhund? Natürlich nicht. Wir haben vorhin gelernt, Silbensprachen gibt es und sind leicht zu produzieren, aber schwer zu verstehen. Deutsch ist eine Wortsprache, genau das andere Extrem. Deutsch ist sehr schwer zu produzieren, Beispiel Strumpf oder Herbst, aber super leicht zu verstehen. Man kann die Wörter sehr schön einzeln verstehen. Und wenn Sie Hundebesitzer seid, dann hat das ganz schöne praktische Vorteile. Vielen Dank. Das war für euch der Mann, dem zum Brilleputzen ein Haar reicht. François Conrad!